Hallo, nach der Überblicksdiskussion zu Kafka im vorherigen Video möchte ich in diesem Video etwas zur praktischen Nutzung und zum Entwurf von Kafka sagen. Die praktische Nutzung ist zunächst mal relativ simpel. Es ist nicht furchtbar schwer zu installieren. Es gibt die üblichen Language Bindings für Java, Python, C, C++, was immer Sie sich da vorstellen. Es ist auch nicht schwer, Kafka direkt von der Kommandozeile aus zu benutzen. Sie können hier, ich habe ein paar Beispiele hier aufgenommen, Topics erzeugen, zum Beispiel wenn man Topic Test erzeugt. Sie können eine Nachricht an ein solches Topic schicken. Console Producer wird Ihnen genau das tun, es wird es produzieren und Nachrichten entnehmen, indem Sie sie über einen Konsumenten lesen lassen und Sie haben hier diese Nachrichten dann entnommen. Sie können Server einem solchen Kafka-Cluster hinzufügen. Sie können, hier sollte eigentlich eine 2 stehen, aber das tut wenig zur Sache. Sie können Topics replizieren, also hier den Replikationsfaktor für die Partitionen hier einstellen. Und Sie können sich Zustandsinformationen über einen solchen Cluster ausgeben lassen. Wie ist der Replikationsgrad eines Topics und so weiter und so weiter. Also, das hat wenig Sinn, dass ich Ihnen jetzt hier eine Manpage vorlese, aber nur so als Eindruck. Sie merken auch, da sind doch relativ viele Parameter, die man im Zweifel anhängen muss. Und das wirft so ein paar Fragen auf. Zum Beispiel, was ist eigentlich dieser Zookeeper, der hier immer wieder auftaucht? Zookeeper müssen wir noch separat besprechen. Ist ein darunterliegendes System, auf dem Kafka aufsetzt, um Zustand konsistent zu halten. Ja, genau. Lassen Sie uns etwas mehr Zeit mit dem Entwurf, mit den Ideen hinter der Realisierung von Kafka verbringen. Die folgenden Folien hier sind im Wesentlichen nachgebaut dem, was in einer Design Discussion Dokument hier enthalten ist. Auch da, ich empfehle Ihnen sehr, lesen Sie das Originaldokument. Glauben Sie nicht, was ich Ihnen hier erzähle. Worüber wir im Folgenden nachdenken werden, ist dann Persistieren von Nachrichten. Wer kontrolliert das eigentlich? Wie machen wir das? In welcher Form? Wo nehmen wir diese Total Order Eigenschaft eigentlich her? Was machen wir mit Servern, die ausfallen? Wie replizieren wir? Und ganz wichtig, Effizienz. Hoher Durchsatz. Wir sollen ein System bauen, das hohen Durchsatz erzielt, dabei aber Daten persistiert. Sie merken, das ist eine Reibfläche. Effizienz alleine ohne Persistenz ist leicht, umgekehrt ist auch leicht, aber beides zusammen ist die Herausforderung, der wir hier gegenüberstehen. Die wesentliche Argumentation bei Kafka und vielleicht auch der spannendste Punkt in dieser ganzen Design-Diskussion ist, dass Kafka seine Persistenz über das Filesystem erreicht. Und zwar das Filesystem mit allem, was dazugehört. Nicht irgendwie zu versuchen, direkt von Hand auf Platte zuzugreifen. Nein, es ist das Filesystem. Und dabei auch nicht auf teure Hardware ausgelegt ist, sondern auf ganz normale Festplatten. Mit der Argumentation, dass Festplatten tatsächlich sehr gut sind, selbst in einer Kombination, in einem Just a Bunch of Disk Konfiguration, sehr gut sind, was lineares, fortlaufendes Lesen, Schreiben angeht. Sie erhalten absolut respektable Datenraten dazu. Es ist aber eine Katastrophe, wenn Sie zufälliges Lesen oder Schreiben machen. Dann sind Festplatten in ihrer Leistungsfähigkeit überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Sie aus Solid-State-Speichern erhalten würden. Aber vielleicht brauchen wir das ja auch nicht. Vielleicht können wir ja unser System so entwerfen und diese Vorstellung von kontinuierlichen Strömen, das riecht ja nach linearem Lesen und linearem Schreiben, sodass das hier eigentlich vernünftig gehen sollte, wenn wir zufällige Zugriffe so gut es geht vermeiden. Naja, und was wir zusätzlich ja noch als weiteren Mechanismus haben, ist der Plattencache aus unserem Betriebssystem. Und eine Empfehlung hier ist, und das Kafka würde typischerweise so konfiguriert, wenn Sie ein 32 GB großes System haben, dann nehmen Sie 30 GB für Ihres Hauptspeichers als Plattencache. Mit mehreren Argumenten. Erstens, angenommen, Ihr Kafka-Prozess stürzt doch mal ab und muss neu starten. Hätten Sie den Cache innerhalb des Prozesses gehalten, wäre der jetzt kalt. Diese Daten werden vom Betriebssystem vernichtet beim Neustart des Prozesses. Der Plattencache bleibt, wie er ist. Das ist dem Plattencache egal, welcher Prozess es ist. Solange Sie Leseschreibrechte auf die Datei haben, bleibt der Plattencache warm. Und der zweite Punkt ist,
Sie müssen die Daten ja nicht zweimal ablegen. Im Plattencache des Betriebssystems würden sie ja ohnehin liegen. Plus gegebenenfalls noch im Heap Ihres Prozesses. Und der dritte Punkt ist, wenn Sie es nicht im Heap Ihres Prozesses ablegen, sondern möglichst schnell nach außen durchreichen in den Plattencache, dann haben Sie keine Java Garbage Collection Probleme. Der Plattencache ist in der Java virtuellen Maschine wieder egal, das existiert da nicht. Sodass Sie mit diesen beiden Argumenten Platten, die für lineares Lesen schreiben, hohen Durchsatz liefern können, wenn Sie sie nicht idiotisch betreiben. Und das idiotische Betreiben fangen Sie durch den Plattencache des Betriebssystems ab, dem Sie viel Arbeitsspeicher geben, sodass Sie nicht in die Fänge der Java Virtual Machine geraten. Mit diesen Argumenten zusammen bekommen Sie hohe Kapazität, riesige Kapazität. Festplatten sind günstig, mit geringem, konstantem Overhead, wenn Sie Ihre Datenstrukturen und Zugriffsmuster geeignet wählen. Also, wenn dem so ist, können Sie als Konsequenz für Ihren Entwurf die Schlussfolgerung ziehen? Schreiben. Schreiben Sie schnell, schreiben Sie oft, schreiben Sie direkt anhängend. Schreiben Sie alles in persistente Logfiles. Versuchen Sie gar nicht irgendwie mit Replizieren über Prozesse und so weiter. Schreiben Sie es in Logfiles, aber sagen Sie dem Betriebssystem nicht unbedingt, dass Sie sofort auf Disk flashen wollen. Dann das Flash auf Disk ist wieder sehr teuer. Das würde Ihre Platte nicht mögen, wenn Sie nach jeder kleinen Schreiboperation in den Plattencache sofort wieder schreiben müssten, dann werden Sie sich der Vorteile benehmen, die Sie haben. Ja, aber was bedeutet das für Persistenz? Sind die Daten jetzt persistent, nur weil Sie sie vom Prozess ans Betriebssystem übergeben haben? Das Betriebssystem hat sie in den Plattencache gelegt, aber den Cache noch nicht wirklich auf Platte weggeschrieben. Nein, die sind nicht persistent. Das heißt, hier haben wir, betrügen wir uns hier selbst? Ja, wir betrügen uns nur selbst, wenn wir es nicht wissen oder es nicht zugeben. Wenn ich zugebe, dass es noch nicht wirklich persistiert ist und das vielleicht auch meinem Produzenten mitteile oder dem Produzenten Kontrolle einräume, dann ist das vielleicht okay. Müssen wir im Hinterkopf behalten, wie persistieren wir eigentlich? Was mache ich dem Produzenten gegenüber tatsächlich sichtbar dafür? Wie ist das mit Datenstrukturen? Wie gesagt, ich möchte lineare Datenstrukturen, ich möchte linear lesen und schreiben, ich möchte nicht irgendwie irgendwelche Seeks. Seeks sind immer teuer, solange es im Cache ist, ist es okay, aber wenn sie aus dem Cache rausfallen, wird es wieder sehr teuer, dann möchte ich das nicht. Habe ich ein Platzproblem? Nein. Festplatten, magnetisch rotierende Platten sind billig, deswegen kann ich mir auch hier eigentlich erlauben, das ist die kommerzielle Rechtfertigung für unseren Systementwurf von vorhin, ich kann mir erlauben, die Nachrichten auch noch im Disk-Cache im Kafka-Cluster aufzubewahren, selbst nachdem sie konsumiert wurden. Deswegen kann ich das Modell mit verschiedenen Leser lesen an verschiedenen Stellen sinnvoll unterstützen. Ja, damit das Ganze jetzt effizient ist, brauchen sie vernünftige Implementationstechniken. Das gleitet jetzt fast in eine Betriebssystemdiskussion ab. Wie gesagt, linear lesen und schreiben, das ist klar. Auch nicht nach jeder Operation sofort I.O. anstoßen. Auch das ist klar, Sie fassen das zusammen. Das überlassen Sie im Großen und Ganzen auch dem Betriebssystem, wann es entscheidet, den Cache zu leeren. Banale Dinge, zum Beispiel ein typischer Implementationsfehler, ist zu sagen, Sie machen Nachrichten mit unterschiedlichen Layouts, unterschiedlichen Protokollköpfen, was dazu führt, dass Sie kompliziertes Umformatieren machen müssen. Das ist einfach eine Implementationsdusseligkeit, die man natürlich vermeiden kann und damit Overhead spart. Und wieder eine Betriebssystemfrage ist, sogenannte Zero Copying. Wie würden Sie denn normalerweise von Daten in Ihrem Heap in einen Socket schreiben? Naja, Sie laufen mit einer Schleife über Ihr Array drüber. Das heißt aber, dass die Daten im Prinzip einmal durch die CPU laufen müssen und dann wieder in die Netzwerk-Interface-Karte geschrieben werden müssen. Das ist eine Katastrophe, das ist furchtbar, was Durchsatz angeht. Es gibt deutlich bessere Methoden, das zu tun. Dazu muss man etwas mehr verstehen, wie Betriebssysteme funktionieren. Es gibt zum Beispiel in Linux die sogenannte Send-File-Operation, bei der Sie dem Socket sagen können, dass er die Daten direkt aus dieser Stelle der Page-Table nehmen soll. Das führt dann dazu, dass direkt aus dem Page-Cache auf die Netzwerkkarte kopiert wird, ohne Umweg über die CPU.
Okay, aber das ist jetzt tief im Betriebssystem Art und Weise nachgedacht. Das hat mit der Tatsache, dass wir ein verteiltes System bauen wollen, eigentlich nicht so viel zu tun. Ist aber trotzdem eine spannende Diskussion in dem Dokument. So, was wollen wir noch? Wir wollen unseren Produzenten effizient halten. Na, das hat dann damit zum Beispiel zu tun, dass sie zwar im Prinzip ja mit jedem beliebigen Server in ihrem Kafka-Cluster reden können, dass das aber natürlich auch nicht effizient ist, wenn sie mit Server X reden, wenn die Partition auf Server Y gespeichert ist. Dann fragen sie doch. Dann fragen sie doch, wer jetzt wirklich die Partition betreut, welcher Server diese Partition betreut und senden direkt an den. Das ist etwas mehr Aufwand für den Produzenten, spart aber wiederum spürbar Overhead. Und auch hier, wenn Sie es sich aus der Applikationssemantik erlauben können, dann schicken Sie nicht jede 5-Byte-große Nachricht separat los, sondern Sie fassen das zusammen. Sie bauen Batches, haben dadurch etwas mehr Latenz für die Nachricht am Anfang. Die muss ja jetzt warten, bis der Batch gefüllt ist. Aber wenn Sie dann diese größere Dateneinheit rüberreichen, wird der Durchsatz erfahrungsgemäß spürbar besser. Klassischer Latenz-Throughput-Trade-off, sobald Sie Batches einführen in einem solchen System. Ja, Sie haben noch eine All-or-Nothing für mehrere. Das ist nicht so interessant. Wie machen Sie jetzt das Verhältnis mit Consumer zum Consumer? Im Prinzip können Sie jetzt einen Push oder einen Pull machen. Push ist irgendwie naheliegender zu sagen, der Cluster muss die Daten an den Consumer schieben. Das ist eigentlich die naheliegendere Semantik. Aber das ist Aufwand für den Cluster. Sie müssen wieder Zustand halten und so weiter. Deswegen aus Effizienzgründen, nicht aus Semantikgründen, aus Effizienzgründen dreht Kafka das Programmiermodell hier um und sagt, der Consumer muss ein Fetch, ein Pull machen, von welcher Partition, wie viele Daten er möchte und schickt das an den Partitionsführer. Damit haben Sie das Batching unmittelbar mit eingebaut an der Stelle und Sie werden gegebenenfalls auch hier blockieren, wenn nicht genügend Daten vorhanden sind. Sprich, was müssen Sie als Kafka-Cluster sich merken? Da Sie hier nicht sagen, ab welcher Stelle in der Partition den Partitionslesestand, müssen Sie sich im Cluster merken. Jetzt können Sie sagen, das ist doch Unsinn, das kann sich doch der Consumer merken. Ja, könnte sich der Consumer natürlich merken und ähnlich wie wir das bei den Filesystemdiskussionen gesehen hatten, hier einfach mitschicken, ab dieser Position weiterlesen. Das hat damit zu tun, dass wir vielleicht auch Garantien über mehrere Consumer hinweggeben wollen. Also im folgenden Sinne: Was passiert, wenn ein Konsument ausfällt und ich einen anderen Konsumenten an seine Stelle setzen will, anderen Konsumenten aus dieser Gruppe typischerweise? Was weiß denn dann der andere Konsument über den Lesezustand des ausgefallenen Konsumenten? Der weiß eigentlich nichts. Aber das ist wichtig, weil wir ja ab diesem Punkt in der Partition weitermachen wollen. Also, wie würden wir das hinkriegen? Naja, der Konsument könnte jetzt seinen Message Count, seinen Lesestand irgendwo hinschreiben, bevor er die Nachricht konsumiert. Naja, das führt dazu, wenn er dazwischen ausfällt. Also Sie haben geschrieben, Sie haben bis Nachricht 5 gelesen, haben aber nur bis 3 konsumiert, fallen aus. Dann würden Sie als neuer Konsument ja ab 6 weiterlesen und 4 und 5 sind zwar ja behauptet worden, dass Sie sie konsumiert haben, Sie haben es aber noch nicht konsumiert, also würden Sie diese Nachrichten übersehen, also haben Sie eine At-Most-Once-Semantik hier. Umgekehrt, Sie können nach dem Konsumieren schreiben: Ich habe jetzt 5 tatsächlich wirklich konsumiert. Ja, das stimmt. Aber wenn Sie jetzt ausfallen, nachdem Sie konsumiert haben, aber bevor Sie den Zähler aktualisiert haben, dann würde der übernehmende Konsument ja den veralteten Le Zähler 3 sehen und Nachricht 4 und 5 zweimal verarbeiten, zum zweiten Mal verarbeiten. Hätten Sie eine At-Least-Once-Semantik. Also auch da wieder, es gibt kein Exactly Once, Sie müssen sich entscheiden, wollen Sie at most oder at least once an der Stelle. Okay, es gibt so ein paar Randfälle, in denen Exactly Once geht, aber das ist fast schon, das ist nicht so spannend, das überlesen wir mal. So, Partitionen dürfen wir replizieren, typischerweise 3, aber das können Sie einstellen und das ist auch der Default. Typischerweise als Default werden Partitionen repliziert. Und jede Partition hat einen Leader und mehrere Follower.
Und die Idee ist, dass alle die den gleichen Zustand über diese Partition kennen. Das stimmt jetzt natürlich wieder nicht. Ne? Wenn sie irgendwo beim Leader anhängen, dann haben die Vorleiter das ja noch nicht zum gleichen Zeitpunkt. Also, was kann passieren? Sie können als Leader eine neue Nachricht bekommen, die hängen Sie an die Partition an. Zu dem Zeitpunkt existiert die aber nur bei Ihnen. Das braucht Zeit, bis Sie als Leader diese Nachricht replizieren. Und zu diesem Zeitpunkt ist diese Nachricht noch unreplicated. Sie ist noch nicht repliziert. Irgendwann ist sie dann repliziert und kann dann als... Ja, gut, dann ist sie repliziert, als repliziert charakterisiert werden. Das Problem ist jetzt, wenn ein Follower da nicht mithalten kann, wenn ein Follower nicht mithalten kann mit dem Replizieren der Nachrichten, er hat anderes zu tun, er hinkt hinterher, dann würden wir ihn aus dieser Replikationsgruppe entfernen, vielleicht stürzt er auch einfach ab, dann nehme ich ihn aus dieser Liste der Follower raus. Sprich, ich rede jetzt nur noch von Followers, die mehr oder minder in Sync sind. Das heißt, da kann ein kleines bisschen an replizierten Nachrichten fehlen, ein bisschen was kann unreplicated sein, aber im Großen und Ganzen gehe ich davon aus, meine Follower sind schnell genug, um mitzuhalten. Die meisten meiner Nachrichten werden replicated oder unreplicated sein, aber das unreplicated nur für einen kurzen Zeitpunkt. Das heißt, wenn ich also weiß als Leader, ich habe es eigentlich mit in Sync Followern zu tun, dann repliziere ich meine Nachricht und bekomme die Information von meinen Followern zurück. Jawohl, ich habe sie ebenfalls an meine Queue angehängt. Eine solche Nachricht, die beim Leader an der Queue angehängt ist, an der Partition angehängt ist und von den In-Sync-Followern angehängt ist, von der gehe ich jetzt mal, Klopf auf Holz, guten Gewissens aus, dass sie Ausfälle überleben wird. Die langsamen habe ich ja schon rausgekickt, die langsamen Follower. Eine solche Nachricht nenne ich committed. Und nur die committed Nachrichten werde ich an Konsumenten ausliefern. Nur bei denen kann ich davon ausgehen, dass sie wirklich existieren. Die anderen, solange das nur bei mir committed, zu mir, das nur bei mir existiert, in meiner Partitionskopie, aber noch unreplicated, noch nicht committed ist, weiß ich nicht. Muss ein Konsument im Zweifel warten, bis diese Replikation stattgefunden hat. Nur die Committed Messages werde ich ausgeben. Okay? Also nochmal. Ich sorge dafür, dass ich mit meinen Followern in Sync bin, will sagen, die sind schnell genug, um mit mir mitzuhalten. Ich als Leader. Ich weiß, dass es Nachrichten geben kann, die nur bei mir existieren. Die sind unreplicated. Ich werde sie replizieren. Und sobald ich von den in Sync Followers die Bestätigung habe, wechsle ich den Zustand, wechsle ich das Flag von unreplicated auf committed und nur committed Nachrichten können überhaupt gelesen werden. Sobald ich versuche uncommitted, unreplicated, non-committed zu lesen, werde ich den Konsumenten anhalten und ihm seine Leseoperation nicht weiterlaufen lassen. Okay, das ist die Grundidee. So, der Produzent kann sich jetzt noch überlegen, wie lange er denn eigentlich warten will. Das war die Diskussion von vorhin. Wir geben dem Produzenten etwas Verantwortung darüber, wie sehr er eigentlich auf Fehlertoleranz hier Wert legt. Und das kann er machen, indem er sagt, naja, ich will überhaupt nicht auf irgendwelche Commits warten. Ist mir doch egal, so wichtig ist die Nachricht nicht. Oder, naja, es reicht mir, wenn der Leader das Commit gemacht hat. Die muss nicht repliziert sein, das wird schon klappen. Ich bin bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. Oder sie muss bei allen In-Sync-Followern repliziert und committed sein. Sie warten auf das Committed. Also das sind so die drei wesentlichen Punkte und machen dann weiter, wenn sie diese entsprechenden Bestätigungen haben. Nicht das Message Commit, wenn sie gar kein Commit abwarten wollen, müssen sie es nur an den Produzenten, an den Kafka-Cluster übergeben. Wenn es bei das Commit des Leaders Ihnen reicht oder das Commit bei allen, bekommen Sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Bestätigung des entsprechenden Kafka-Servers zurück. Genau. Ja, und der Leader ist eben auch der natürliche Serialisierungspunkt. Da kommen die Nachrichten an, dort werden sie in die Partition geschrieben und das macht dann die atomare Ordnung viel einfacher, weil Sie ja auch die gleiche Ordnung, die Sie in der Partition sehen, auf ihren Followern sehen werden.
Typischerweise. Auch dazu reden wir bei Raft nochmal drüber. Okay, so, das ist die grobe Idee. Was passiert, wenn ein Leader ausfällt? Ja, wir haben ja die Follower, wir haben ja die Committed-Nachrichten. Wir wissen ja, dass wir auch nur Dinge ausliefern, die schon committed sind, sodass wir auch hier auf der sicheren Seite sind. Was müssen wir dann tun? Was wir dann tun müssen, ist, wir müssen erst unseren neuen Leader bestimmen. Das wird auf jeden Fall einer der Follower sein. Welchen Follower nehmen wir? Wenn mein Leader jetzt schon versprochen hat, dass eine bestimmte Nachricht committed ist, dann kann ich nur einen Leader nehmen, der diese Nachricht ebenfalls committed hat. Wenn das nicht existiert, wenn alle meine In-Sync-Replikas das auch nicht tun, dann habe ich tatsächlich Nachrichtenverlust. Ich kann Nachrichtenverlust nicht sicher ausschließen an dieser Stelle. Ja, wie gesagt, hier steckt eigentlich ein Konsensprotokoll dahinter. Das ist hier nur so ein bisschen angerissen. Das ist das Raft-Konsensprotokoll. Da kommen wir in Kapitel 11 drauf zurück. Es tut mir leid, ich muss immer mal wieder so einen Vorwärtsverweis machen, aber wir suchen uns so langsam diese einzelnen Mechanismen hier zusammen. Da kommen wir in Kapitel 11 nochmal genau zurück, wie das mit diesen Committed Messages eigentlich im Detail passiert und was passiert, wenn sich auch Ausfälle zeitlich überlappen. Dann können ärgerliche Dinge passieren. Ich muss Sie hier leider ein bisschen vertrösten. Das Leader Election machen wir gleich. Das kommt hier in 9.5. Okay, so, was gibt es noch so zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Es gibt noch so Kleinigkeiten. Es gibt noch so Quotas, dass Sie die Rate beschränken können und so weiter. Ja, damit haben wir so die wesentlichen Punkte von Kafka und seinem Design abgedeckt. Der ganz, ganz wesentliche Punkt ist tatsächlich dieses Commit in den Replikaten. Das macht dieses Raft-Protokoll später nochmal mehr im Detail klar. Sehr schön. Ich glaube, damit lassen wir dieses Video gut sein. Wir schauen uns gleich noch einen Vergleich zwischen verschiedenen Message-Queuing-Systemen an, wo Unterschiede in Entwurf und Leistungsfähigkeit stecken. Bis dahin, erstmal danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Video.